Ja, vielen Dank, Frau Hübner. Zu Beginn möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei meinem Team vom Fachzentrum Klimawandel und Anpassung, die hier trotz Corona-Bedingungen diese Veranstaltung organisiert haben und auch letztlich ermöglicht haben. Ja, Frau Hübner hat es gerade schon gesagt, geplant war die Veranstaltung für den März, für den 18. März, und wir mussten die sehr kurzfristig absagen. Binnen 3 Tage haben wir die Absage rausschicken müssen. Aber ich möchte Sie jetzt zuallererst mal ganz herzlich begrüßen zu unserer Abschlusskonferenz Klimprax Starkregen. 5 Jahre hat dieses Projekt in Anspruch genommen. Wir haben 5 Jahre gearbeitet und heute können wir Ihnen die Ergebnisse präsentieren. Da freue ich mich sehr darüber. Ich freue mich auch sehr, dass wir unsere Ministerin heute hier haben, Frau Ministerin Priska Hinz, die nachher noch ein Grußwort sprechen wird. Freue ich mich sehr, dass Sie hier auch unsere Veranstaltung sozusagen adeln durch Ihre Anwesenheit. Ich begrüße auch den Herrn Heger, er ist hier vom Hessischen Städte- und Gemeindebund, einer der Projektpartner hier in diesem Projekt. Das ist die erste Veranstaltung des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie unter Corona-Bedingungen. Also auch für uns ist das neu und spannend und ich bin sehr gespannt, wie diese Veranstaltung abläuft. Das heißt, wir haben einige Veränderungen vorgenommen. Frau Hübner hat es schon erwähnt. Wir haben das Programm gekürzt. Es gibt kein Mittagessen. Wir mussten also alle Elemente, die so ein bisschen interaktiv waren, streichen, um hier die Corona-Bedingungen einhalten zu können. Wir haben auch die Teilnehmerzahlen stark reduziert. Im März hätten wir über 200 Teilnehmer gehabt. Jetzt sind wir bei gut 100 Teilnehmern. Und Frau Hübner hat schon gesagt, ich habe selten so einen vollen Saal so leer gesehen. Und das ist wirklich so, es sieht relativ leer aus, obwohl hier 100 Leute sitzen. Das ist schon spannend. Ja, der Ort, wo wir sind, ist, glaube ich, auch ganz ungewöhnlich. Hier finden normalerweise Konzerte statt und ich habe vorne im Eingangsbereich gesehen, da kann man Gehörschutz sich ziehen. Ich hoffe, dass Sie das heute nicht brauchen oder wenn ich dann einen mit Gehörschutz sehe, dann lässt es, glaube ich, Rückschlüsse auf die Qualität des Vortrags zu. Ja, gut. Starkregen, Klimprax Starkregenkonferenz, die Untertitel heißt Schäden durch Starkregen vermeiden, Unterstützung hessischer Kommunen. Man kann es vielleicht auch kurz fassen, vorbeugen statt aufräumen. Das ist, glaube ich, der ganz prägnante Titel dessen, was wir mit diesem Projekt beabsichtigt haben. Es ist eine Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel. Und jetzt muss man ja sagen, der Klimawandel ist uns ja eigentlich in Erinnerung hauptsächlich deswegen, weil wir hier eine Dürreperiode erleben, jetzt das 3. Jahr in Folge, eine Dürreperiode. Aber der Klimawandel hat natürlich auch Auswirkungen auf den Starkregen. Und da gibt es eine ganz einfache physikalische Beziehung, dass bei 1 Grad Celsius Temperaturerhöhung die Luftfeuchtigkeit im Mittel um 7% steigt. Das heißt, der Klimawandel hat mittelbar Auswirkungen auf Starkregenereignisse, sowohl auf die Intensität, also wie viel Regen fällt, als auch auf die Häufigkeit der Starkregenereignisse. Beides nimmt zu und beides können wir auch beobachten. Und das wird uns natürlich in der Zukunft noch mehr beschäftigen. Deswegen wurde dieses Projekt sehr frühzeitig ins Leben gerufen, um hier eine Hilfestellung an die Kommunen zu bringen und den Kommunen zu geben, mit diesem Problem umzugehen. Ja, wir haben 2 Starkregenserien ausgewertet. Einmal die von 2016, das war von Ende Mai bis Ende Juni, gab es fast täglich in Deutschland intensive Starkregenereignisse, natürlich auch in Hessen. Und hier sind die 10 größten Starkregenereignisse, die im Jahr 2016 stattgefunden haben, hier in Hessen aufgelistet. Im Jahr 2016 war das von Mitte Mai bis Mitte Juni ein ähnlicher Befund. Auch hier gab es wieder deutschlandweit Starkregenereignisse und auch in Hessen gab es einige Starkregenereignisse. Auch hier sind wieder die größten Starkregenereignisse vorgestellt und aufgelistet. Juni, Mai, Juni, Anfang des Sommers scheint so die Starkregensaison, sich als Starkregensaison zu entwickeln und das scheint sich ja auch zu wiederholen. Ja, was tun wir dagegen? Ich habe es ja eingangs gesagt, wir möchten Ihnen Hilfestellung geben, mit Starkregenereignissen umzugehen. Und da haben wir als erstes eine Starkregen-Hinweiskarte entwickelt.
Ich will in aller Bescheidenheit sagen, es ist die erste in der Bundesrepublik Deutschland, wahrscheinlich sogar weltweit. Ich sage nur wahrscheinlich deswegen, weil wir natürlich das nie ausschließen können, dass nicht irgendwo auf der Welt noch jemand auf diese Idee gekommen ist. Was zeigt uns diese Starkregen-Hinweiskarte? Sie zeigt die Verteilung des Starkregenrisikos und dient den Kommunen zu einer ersten Einschätzung, ob sie von Starkregen betroffen sind. Was ist dort eingegangen? Dort eingegangen sind vergangene Starkregenereignisse. Wir gehen nämlich davon aus, dass die Zugbahnen von Gewittern gleich bleiben werden und dass wir dort, wo bisher Starkregenereignisse stattgefunden haben, auch zukünftig Starkregenereignisse haben. Und das ist natürlich noch verschnitten mit der Vulnerabilität, also mit der Empfindlichkeit. Ein Starkregenereignis, was im Wald, im Vogelsberg niedergeht, wird kaum wahrgenommen, hat auch wahrscheinlich keine großen Auswirkungen, keine großen Schäden zufolge. Deswegen haben wir auch noch geschaut, wo gibt es große Bevölkerungsdichten, wo haben wir empfindliche Infrastruktur, wie zum Beispiel Krankenhäuser, oder wo ist Industrie angesiedelt, die mit gefährlichen Stoffen umgeht. Das ist in dieser Karte verschnitten. Die Starkregenereignisse sind in Farbe dargestellt, also je dunkler die Farbe, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und die Vulnerabilität ist mit diesen schwarz umrandeten Kästchen dargestellt. Je dicker diese schwarze Umrandung, umso höher ist die Vulnerabilität des Gebietes. Das können Sie alles noch in unserer Broschüre nachschauen, das ist noch ein bisschen detaillierter dargestellt. Diese Karte in Auflösung von 1x1 Kilometer wird Ihnen bei uns auf der Homepage zur Verfügung gestellt als PDF, aber auch als GIS-Shapefile. Sie können das sozusagen dann Ihre eigene GIS-Layout und GIS-Umgebung integrieren und dort andere Themen drüber lagern. Das nächste, was wir anbieten, ist die Fließpfadkarte. Hier haben wir mal ein Beispiel dafür. So eine Fließpfadkarte zeigt eine erste Übersicht darüber, wo könnte denn das Wasser bei einem Starkregenereignis hinfließen. Gibt es dort Infrastruktur, die betroffen ist? Und also wenn eine Kommune im ersten Schritt sagt, ja, aufgrund der Starkregen-Hinweiskarte, wir könnten dabei sein, dann empfehlen wir, eine solche Fließpfadkarte machen zu lassen. Die wird hier von meinem Haus, vom HLNOG, für Sie dann individuell berechnet für jede Kommune. Und wenn Sie so eine Fließpfadkarte gerne hätten, dann melden Sie sich bei uns auf der Homepage. Die wird Ihnen dann von uns zur Verfügung gestellt. Wenn Sie aufgrund der Fließpfadkarte sagen, naja, wir haben jetzt noch intensiveren Bedarf, noch tiefer zu schauen, wie sieht es denn in unserer Kommune aus, dann gibt es noch die Starkregengefahrenkarte. Die entsteht durch ein Niederschlagsabflussmodell. Das ist also eine Modellierung. Das ist nicht ganz so einfach. Dazu braucht man dann ein Ingenieurbüro, das das kann. Aber auch hier unterstützen wir Sie, indem wir Eingangsdaten zur Verfügung stellen, Regenradardaten und aber auch ein optimiertes Abflussmodell, was Herr Rodriguez von der Hochschule Rhein-Main entwickelt hat. Auch das stellen wir zur Verfügung. Mit diesen Instrumenten stellen wir den Kommunen in Hessen hier geben wir einige Werkzeuge an die Hand, um sich mit dem Thema Starkregen auseinanderzusetzen und auch gegebenenfalls Schäden vorzubeugen. Ich hatte es eingangs gesagt, vorbeugen ist besser als aufräumen, und damit hat dann auch eine Kommune die Möglichkeit zu erkennen, wo sind infrastrukturelle Maßnahmen nötig, muss man ja vielleicht den Durchlass vergrößern, muss man etwas anderes Bauliches machen, um hier Schäden durch Starkregen zu vermeiden. Dieses Projekt kulminiert in 2 Broschüren, die sehen Sie hier, die liegen auch hinten aus. Das ist die erste Broschüre, Schäden durch Starkregen vermeiden. Die beantwortet letztlich die Frage, wer ist wie stark von Starkregen betroffen. Und die zweite Broschüre, Starkregen und kommunale Vorsorge, das ist eine Sammlung von Leitfäden, wie kann man mit Starkregen umgehen. Die beantwortet die Frage, was kann eine Kommune denn tun, um sich gegen Starkregen zu wappnen. Meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt sehr auf diese Veranstaltung unter ganz anderen Rahmenbedingungen, die wir bisher alle nicht hatten. Ich bin sehr gespannt, wie sie verläuft. Ich wünsche Ihnen eine informative Veranstaltung, dass Sie auch viele Informationen mitnehmen, die auch hilfreich sind für Ihr weiteres Arbeiten. Jetzt hätte ich gesagt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachzentrums Klimawandel und Anpassung stehen Ihnen natürlich direkt zur Verfügung. Unter Corona-Bedingungen halten Sie Abstand, aber Sie können jederzeit bei uns eine Mail schicken, auf unsere Homepage schauen. Ich würde Sie gerne herzlich einladen, sich intensiv mit uns auszutauschen. Ich danke Ihnen.